So, damit willkommen zurück. Davon noch ein schönes Querfeld einrennen. Neuigkeiten. Ich habe einen Fahrer für unser erstes Schaurennen gefunden. Ein Neuling. Muss ich noch beweisen, aber hochtalentiert. Enormes Potenzial. Wird das Rennen unvergesslich machen. Also, hast du jetzt Zeit? Okay, nee, das machen wir nachher. Wir machen erstmal das Querfeld einrennen. Okay. Wir müssen es markieren. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Passt. Wow. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann du hier bei meiner Querfeld-1-Serie aufschlägst. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. So, bevor es mit Runde 1 losgehen kann, brauchst du erstmal ein neues Auto. Okay. Buggy ist natürlich cool. Weil der Ram auch geil ist. Nimm mal Ram. Ja, das sollte gut mit den Bedingungen klarkommen. Solo. Wir hätten nur noch einen Raptor. Heavy Duty. Gehen wir mal los, ne? Thank you.
Die Rennen habe ich auch schon mit der Crew gemacht. Greif halt rein. Checkpoint übersehen. Ah, gut, hätte uns das nicht zurückgesetzt, wären wir wahrscheinlich noch vorne gelandet. Mit Höchstgeschwindigkeit übers Land zu brettern ist absolut einzigartig, oder? Gut gefahren. Wir haben Ford F-150. Meiner Erfahrung nach gibt es in jedem Querfeldeinwettbewerb einen gewissen Verschleiß. Mechanisches Versagen, gefährliches Gelände, Fahrer, die einfach nicht schnell genug waren. Aber nicht du. Du bist in Runde 2. Mhm. So, jetzt können wir da hoch mal fahren. Oh, was ist das? Erstmal da hin. Liegt sie auf dem Weg? In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Verkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ziel erreicht. Okay, was gibt's jetzt hier?
erwischt. Häuschen. Oh. Gefunden? Was habe ich dir gesagt? Bin gleich da. Ein Ford Escort Turbo RS. Wow, sieh dir das an. Ein Escort RS Turbo, nicht übel. Der Traum aller 17-Jährigen, als ich noch nicht mal geboren war. Bringen wir ihn in den Fuhrpark. Nur okay. Schön. Keine Sorge. Wenn die Kiste noch was unter der Haube hat, holen wir es aus ihr raus. Okay, wo ist das Ding da vorne? Ziel erreicht. Okay. Das Giganten-Show. Hallo Rookie. Ich weiß, es fühlt sich so an, als stündest du erst am Anfang. Aber dieses Schaurennen ist eine gute Gelegenheit, Fans zu gewinnen, die deinen Namen schreien. Boah, da bügelt ja alles kaputt. Vier Räder schlagen zwei Gebläse und eine große Luftmatratze eben immer.
Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Das müssen wir uns nochmal angucken hier. Luftkistenschlacht. Hör jetzt bloß nicht auf. Was soll ich denn den Leuten sagen, wenn unser brandneuer Schaurennen-Champion sich nicht für die Horizon-Wintersaison qualifiziert? Aussichtspunkt, okay. Guck mal, Map. Alles schon gemacht. Ja, das ist Stunt. Ja, fahren wir doch mal hoch. Straßen ran. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200
400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Sind es denn noch 8 Kilometer? War noch so ein Bull. Bei nächster Gelegenheit wenden. Aus ansehen. Da ist es. Ein Haus mit Garten und privatem Zugang zur Straße. Du kannst im Wohnzimmer sitzen und auf das stille Wasser blicken. Das heißt, falls ich nicht schon wieder einen gestrandeten Fahrer aus dem See fischen muss. Mhm. 5 Millionen, ja, nee, ist klar. Wo sind Fahrzeuge da? Auto wechseln. Wir können ja mal die Corvette testen. So, wieder mal eine Tür. Die erste Ausfahrt nehmen.
100 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Ziel erreicht. Das Solo. Viel also weg wie du. Das ist nicht gut. Vollgas geben, wie wir wollen. Jetzt holen wir langsam allein. Och. Da ist nur eine Cobra vor uns gefahren. Oh, die TTS. Ja, ich glaube, wir brauchen ein anderes Auto. Schon gespannt, was du noch auf Lager hast.
Aber der Scheunenfund ist hier jetzt nicht drin. Kriegt man denn das Auto? Scheunenfund. Schnellreise, ja. Mal reingucken.